funktioniert eine Uhr? Diese Frage werde ich mich heute widmen und versuchen, sie in aller Kürze zu beantworten. Das Grundprinzip ist im Prinzip bei allen Uhren gleich. Sie brauchen eine Kraftquelle und sie brauchen etwas, das die Kraft kontrolliert. Die einfachste und auch älteste Form der Kraftquelle, die auch seit der Entwicklung der ersten mechanischen Uhren im 13. Jahrhundert bis heute im Einsatz ist, ist das Gewicht. Das kann im einfachsten Fall einfach ein Stein sein. Oder zum Beispiel bei Kuckucksuhren ein Zapfen, ein Zylinder, was auch immer. Man kann alles dranhängen, Hauptsache Schwerkraft. Das funktioniert allerdings nur bei stationären Uhren. Bei beweglichen, sprich vor allem Kleinuhren, Armband- und Taschenuhren, wäre das etwas unpraktisch, wenn irgendetwas bei der Uhr runterhängt. Gut, was kann man da machen? Es wurde eine Lösung gefunden, nämlich schon im 15. Jahrhundert. Und diese Lösung schaut so aus. Das ist die Zugfeder. Ein langes, dünnes Stahlband, was die Kraft in jeder Position speichert. Jetzt Kraft alleine ist leider nicht ausreichend. Denn nimmt man nun ein Rad, wickelt um eine Walze ein Seil und hängt ein Gewicht dran, läuft es einfach nur unkontrolliert ab und ist nicht geeignet zur Messung der Zeit. Das heißt, wir brauchen irgendetwas, das den Ablauf des Räderwerkes hemmt, nämlich die Hemmung. Und die wiederum wird vom Gangregler kontrolliert. Aber was gibt es für Gangregler? Der älteste ist der Waagbalken. Wie er schon im Mittelalter im Einsatz war. Bei dieser Uhr sieht man auch sehr gut, wie einfach eine Uhr theoretisch aufgebaut ist, also viel einfacher als diese wird es im Bereich der mechanischen Uhren nicht mehr. Man hat hier mal die Kraftquelle, die liegt hier an über das Seil, dann ein minimales Räderwerk, dem Gangrad und dann noch als Gangregler den Waagbalken. Geht nicht übermäßig genau, aber es erfüllte damals seinen Zweck. Schon deutlich genauer war dann ab dem 17. Jahrhundert das Pendel als Gangregler und ist auch bis heute im Einsatz. Natürlich nur bei stationären Uhren, bei beweglichen hat man dafür die Unruhe. In der horologischen Neuzeit kamen dann als Gangregler noch Stimmgabel und Quarz dazu, was aber für die traditionelle Uhrmacherei jetzt eher nicht von großer Bedeutung ist, denn wohl kaum ein Uhrmacher wird sich den Quarz selbst aus einem Bergkristall rausschnitzen. Der Gangregler arbeitet dann mit der Hemmung zusammen. Von dieser gibt es eine schier unendliche Vielfalt an verschiedenen Hemmungen für die verschiedensten Einsatzzwecke, was jetzt auch nicht Thema dieses Videos sein soll. Das kommt dann noch in weiteren Videos. Im Prinzip kurz und knackig war es das schon. Wir brauchen Kraft, ein Räderwerk mit der richtigen Übersetzung zum Gangregler, der diese dann kontrolliert und auf diese Art und Weise kann die Zeit angezeigt werden. In der Regel mit Zeiger. Natürlich gibt es da auch andere Möglichkeiten, aber das werden wir in zukünftigen Videos noch sehen. Wir sehen uns. Bis bald.